weiter mit unserem Herz mit Perlen von Klöppelshop Köck. Ein freier Download, habe ich ja im ersten Film schon erklärt. Und Melzer-Entwurf. Jetzt im Juni noch frei zu erwerben, beziehungsweise frei runterzuladen vom Klöppelshop Köck auf der Seite. Müsst ihr mal schauen, freie Downloads. Die haben jeden Monat einen neuen Klöppelbrief, stellen die zur Verfügung, und hin und wieder arbeite ich da was draus. Also es lohnt sich da, die Dinge sich mal runterzuladen. Wer das nicht mehr geschafft hat, das hier ist jetzt der Klöppelbrief von März. Quatsch, was erzähle ich jetzt hier wieder für einen Blödsinn? Von Mai, und der ist noch runterzuladen bis Ende diesen Monats, also bis Ende Juni 2023. Ja, da könnt ihr euch den noch kostenlos runterladen. Danach für kleines Geld zu erwerben. Auf diesem Brief sind dann 3 verschiedene Herzen, und das lohnt sich dann auch immer. Und hier möchte ich euch jetzt zeigen, wie das hier jetzt zu machen ist. Ich bin jetzt hier also an der unteren Spitze angekommen, an der Herzspitze sozusagen. Und da möchte ich jetzt mit arbeiten mit liegen gelassenen Paaren hier und hier. Und aber nicht wie ich sonst mache, dass das letzte Rissbar liegen bleibt, sondern hier lasse ich jetzt jeweils den Läufer liegen. Dadurch bekommen wir hier in der Mitte so kleine Löchlein. Die sehen auch ganz gut aus. Ist mal eine andere Variante, als ihr das kennt, als wir bisher gemacht haben. Aber ich möchte ja, dass ihr verschiedene Möglichkeiten kennenlernt, um dann jeweils für euch da immer das Passende auszusuchen. So, hier habe ich jetzt also bis zum letzten gearbeitet. Jetzt drehe ich hier jedes Paar einmal und stecke mir hier mal eine Nadel vor 4 hier hin. Dann bleibt der Läufer hier rechts liegen, und mit dem nächstliegenden von links arbeite ich jetzt weiter. Einen Leinenschlag, Schlagwechseldrehung, einen Ganzschlag, extra Dreh, dann kommt hier die Nadel mit Ganzschlag schließen, mit dem nächsten auch wieder drehen, einen Leinenschlag, hinterher wird er gedreht, so einen Leinenschlag, dann beide Paare einmal drehen und dann die Nadel vor 4, dann bleibt hier auch wieder der Läufer liegen, dann mache ich hier einen Ganzschlag und setze nicht die Nadel jetzt hier oben hin, denn wenn ich jetzt schließe und hier weitergehen, zieht sich das Randpaar hier so rein. Darum möchte ich hier oben Nadel vor 4 setzen, aber dafür muss ich, so, hier ist also jetzt die Ecke mit Nadel vor 4, Umkehrschlag, Nadel vor 4, ja, damit mein Randpaar hier schön erhalten bleibt. Und das grüne Randpaar geht jetzt hier auch um die Nadel rum und zieht sich dann hier nicht so rein. So, jetzt habe ich hier ein Paar liegen. Das war der ehemalige Läufer. Mit dem gehe ich jetzt nach links. Der ist einmal gedreht. Mache ich einen Leinenschlag und stecke mir unmittelbar daneben noch eine Nadel, auch wieder Nadel vor 4. So, das heißt, ich gehe mit dem ehemaligen Läufer wieder nach links. Schlagwechseldrehung, dann kommt wieder der Rand, Ganzschlag, Nadel, mit Ganzschlag schließen. Dann gehe ich nach rechts, einen Leinenschlag, mit dem hier auch einen Leinenschlag. So, das Paar, was liegen geblieben ist, war auch einmal gedreht. Dann setze ich hier wieder Nadel vor 4
auch wieder unmittelbar neben dieser Nadel da. Könnt ihr das sehen? So, ja. Fokussiert so schlecht, so lahm geworden. So, jetzt ist es wieder scharf. Da wieder unmittelbar daneben. Und der ehemalige Läufer geht jetzt wieder nach links. So, und hier Ganzschlag. Extra Dreh, Nadel stecken. Und mit Ganzschlag schließen. Und jetzt ziehe ich alle Paare schön an. Und wenn ich dann gleich die Nadel ziehe, hier auch wieder zweimal drehen, das sind ja da die zwei Leinenschläge, da nochmal die Nadel. Und dann muss ich gleich alle Paare sorgfältig zurechtziehen, damit ich da eine schöne Ecke bekomme. Da wieder den Ganzschlag, Schlagwechseldrehung nicht vergessen. Hier wieder. So. Jetzt schaue ich mal, die mittleren Nadeln ziehe ich jetzt hier mal raus. Die hier. Und jetzt ziehe ich meine Risspaare sorgfältig an. So. Schön nach rechts auch ziehen hier. Und jetzt seht ihr, jetzt bekommt man da so, der gehört hier hin, so kleine, so ein kleines Loch da. Das ist jetzt wieder eine andere Variante der Spitzenecke. Hier wieder. Aber vorsichtig ziehen, die Risspaare nicht so dolle, also mit Gefühl, so dass die Fäden straff liegen, aber nicht verziehen. Ja? So. Drehung und den Rand wieder. Extra Dreh nicht vergessen. So. Jetzt können wir dieses Band hier fertig machen mit den Perlen hier innen drin und dann geht's dann weiter. So, hier habe ich jetzt also das letzte Mal die Perlen reingefädelt. Bin jetzt hier mit meinem Läufer, ich mache da nochmal eben die Nadel raus, dann die hat da einmal gesteckt, so. Da komme ich mit meinem Läufer an, habe den Ganzschlag gemacht, gehe einmal um diese Nadel, die da gesteckt schon von dem Band, einmal hier rum, schließe mit einem Ganzschlag und dann wird dieses Paar hier angehäkelt und beendet. Mit dem Läufer gehe ich jetzt nochmal nach rechts im Leinenschlag, zwei Leinenschläge. Hier zweimal drehen, da kommt noch eine Nadel. So, Leinenschlag. Und noch einen Leinenschlag. Und jetzt habe ich hier das Gleiche. Da wird auch wieder ein Paar abgeknotet. Da ziehe ich einmal die Nadel hoch, drehe meinen Läufer. Einmal, zweimal, der geht um die Nadel. Einfach so darum und geht mit einem Leinenschlag wieder nach rechts. Und dieses Paar wird auch da an der Stelle abgeknotet. Jetzt habe ich hier nochmal einen Läufer. Da drehe ich zweimal. Na, dann kommt da nochmal eine Nadel hin. Ich glaube, ihr könnt das sehen so. Mache einen Leinenschlag, drehe beide Paare einmal und dann werden da an dieser Nadel beide Paare abgeknotet. So, jetzt mache ich erstmal das Grüne, mein Randpaar, da ziehe ich die Nadel raus und knote
einmal ziehe ich da einen Faden durch, und zwar den nächstliegenden, das ist der rechte. Na, jetzt will der nicht, wie ich will. Klöppchen zugegangen. So, durchziehen, den anderen Klöppel stecke ich rein. Mach da einen doppelten Kreuzknoten. Schön anziehen, nicht verziehen. Einmal so rum, dann tausche ich die Paare einmal und einmal so rum. Und fertig. An der nächsten Nadel, die ziehe ich auch. Da drehe ich auch einmal. Den rechten ziehe ich durch, den linken stecke ich rein. So, und mache da auch einen doppelten Kreuzknoten. Einmal so rum und einmal so rum. Fertig. Jetzt habe ich hier noch zwei Paare. Die kommen hier an der letzten Nadel. Nadel ziehen. Dann häkel ich den hier einmal. Den ziehe ich einmal da durch. So. Und stecke die anderen drei da rein. Sorgfältig anziehen, dass es schön ordentlich aussieht. Da kann ich auch noch mal die Nadel wieder zurückstecken in die Öse. Na, bist du denn da jetzt? Da ist die. So, und jetzt knote ich die vier Klöppel da ab. Die lege ich jetzt erst schön nebeneinander, nochmal eben anziehen. Gleiche Länge machen, sonst ist es so blöd. Dann nehme ich erst die mittleren beiden, mache einen Kreuzknoten, einen halben. Hier nochmal rechts, die linken beiden. Und nochmal die Mitte. Und nochmal rechts und nochmal links. Und damit habe ich jetzt alles fixiert. Jetzt kann ich abschneiden, wieder etwas länger lassen. Dann brauche ich meine Schere, damit ich dann, wenn ich gestärkt habe, die nochmal schön so rüberziehen kann. Und dann später ganz kurz abschneide. Also hier lasse ich dann einmal so ein bisschen länger. So. Das war das. Jetzt brauche ich, jetzt stecke ich die erstmal, jetzt drücke ich die komplett hier rein. Die stören mich sonst hier. So, jetzt kommt erst hier dieses Viereck dran. Die gelben, die tue ich hier mal weg. Die brauche ich gleich wieder. Da brauche ich jetzt vier Paare. Hier habe ich noch Reste auf dem Klöppel, das heißt, da kann ich noch ein bisschen, kann ich ein paar mitmachen und dann kann man das später wegtun. So, jetzt muss ich aber irgendwo die Klöppel haben. Ja, die sind hier. Die wickeln wir jetzt erstmal auf. So, hier habe ich jetzt meine vier Paare. Ein Paar habe ich hier schon eingehangen, ein Paar kommt hier noch rein,
braucht ihr auch nicht viel auf die Klöppel, da könnt ihr dann die Reste nehmen. Oder ihr habt sonst noch irgendwelche Reste. Ich nehme jetzt hier grün, weil ich da gelbe Perlen reinmachen möchte. In diesen Verbindungsteilen da. Na, nun komm schon. So. Da rein. Dann mache ich Dreher. 1, 2, 3, 4, 5. Eben gucken. Ja, das könnte passen. Dann stecke ich mal die Nadel wieder zurück. So, das sind die beiden. Jetzt müssen hier aber auch noch welche rein. Da kommt noch ein paar drauf. So, da stecke ich auch die Nadel wieder zurück. So, jetzt muss ich da auch 1, 2, 3, 4, 5 mal drehen, eben Maß nehmen. Ja, das passt. Und da nochmal ein paar. Ist mir das jetzt hier aufgegangen? Ihr braucht da wirklich nur so viel, dass es so eben auf der Klöppel hält. Mehr braucht ihr da nicht für. Wir machen nur eine Verbindung und die werden direkt da wieder abgeknotet. So, hier ziehe ich jetzt noch einen Faden rein oder beziehungsweise ein paar. So, und auch wieder die Nadel zurückstecken und 5-mal drehen. Eins, zwei, drei, vier, 5-mal drehen. Jetzt machen diese beiden hier. Diese beiden, die machen da eine Verbindung. Und da mache ich die Perle rein. Das heißt, ich nehme mir eine Perle auf die Nadel, auf die Häkelnadel. Wie wir es schon hatten, und ziehen auch beide Fäden dadurch. Na. So, und stecke dann in diese Schlaufe die beiden Klöppel da rein. Also dieses eine Paar komplett da rein. Jetzt habe ich da eine Verbindung. Mal gucken, ob ihr das so sehen könnt. So ist drin. Jetzt ziehe ich hier einmal ran. Und vor allen Dingen muss ich jetzt die Paare auch nochmal spreizen, damit die Dreher dann auch wirklich da reinrutschen. Da ist er nämlich nicht. Da nochmal. Ja. Ein bisschen. Na, warum will der da nicht? Das ist ja dieser hier, den muss ich hier ziehen. Da gucken, dass die Dreher wirklich da oben sind und nicht. So, da. Und da. So, dass die Dreher wirklich da sind, wo sie hingehören. Also da müsst ihr dann gut ziehen. Ja, eventuell auch mehr drehen vielleicht,
Ihr müsst auch jetzt wieder, werden die Paare wieder gedreht. Man steckt jetzt da wieder eine Nadel hin, einmal durch die Perle, nach Möglichkeit nicht die Fäden packen, also locker durch die Perle und hier feststecken. So. Und dann wieder jedes Paar fünfmal drehen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt machen die wieder die Verbindung. So, die zwei Perlen habe ich drin. Jetzt wird dieses Paar hier abgeknotet. An dieser Stelle Nadel ziehen. Dann ist dieses Paar hier schon mal fest. So. Die Nadeln da in den Perlen habe ich auch schon wieder rausgezogen, weil die Perlen, die sollen sich ja so legen. Ja, und nicht mit dem Loch nach oben sein. Da habe ich ein bisschen falsch gedacht. So, jetzt kommt da nochmal eine Perle rein mit den beiden Paaren hier. Gedreht habe ich. Die Dreher sind da. Ich zeige es jetzt noch einmal. Und dann kriegt ihr das, glaube ich, hin. Beide Fäden durchziehen. Dann habt ihr da keinen gespannten Faden da über die Perle. Dann liegt die Perle praktisch frei. Wenn ihr nur einen Faden da durchzieht, dann habt ihr einen Faden da so gespannt. Und ich finde das nicht so schön, darum mache ich das immer nach Möglichkeit so. Okay, dann sind die Perlen also sehr frei da drin. Nochmal. Jetzt muss man das schön anziehen und aufpassen, dass die Dreher da hinrutschen, wo sie hin sollen. Nämlich vor der Perle. So, hier drehe ich auch jetzt wieder fünfmal. 2, 3, 4, 5. Wird da abgeknotet und hier kommt die vierte Perle noch rein mit denen hier und dann wird noch abgeknotet am Rand und dann ist das auch fertig. Dann brauchen wir nur noch diese beiden Ringe hier in dieser Rundung da zu machen. Na, nun komm. Aufpassen, dass ihr immer beide Fäden da auch nehmt. So, jetzt wieder vernünftig anziehen. So, der muss darüber. Der kommt hier rein. Ich glaube, den werde ich hier erstmal, ja, zum Fixieren ist es vielleicht auch nicht falsch, da eine Nadel reinzustecken. Jetzt machen wir erstmal hier fest. Noch nicht abknoten, sondern erstmal nur durchziehen. So. So. Der muss noch hier rüber. So. Da stecke ich jetzt erstmal die Nadel wieder zurück. Ja. So. Ein bisschen zurechtziehen. Den muss man da noch ein bisschen mehr ziehen.
1, 2, 3, 4, 5. Der kommt hier rein. Und einmal da durch. Auch wieder die Nadel zurückstecken. Aufpassen, dass ihr nicht in den Faden stecht, denn dann könnt ihr nachher nichts mehr anziehen. Ich will die ja gleichmäßig gleich anziehen. Ihr seht, sonst wird es nicht gleichmäßig. So, jetzt muss ich hier nochmal rein. Die Dreher habe ich auch gemacht. Also erstmal alle nur da einhäkeln. So. Nadel zurückstecken und jetzt alles nochmal zurechtziehen. Da, der muss da noch ein bisschen hin, der darüber, der muss hier noch ein bisschen rüber. So und der hier. So, jetzt mache ich die Knoten da drauf. Nicht zu fest, dass es nicht einseitig zieht. Hier auch nochmal. So, und hier. Und die vierte. Na. Und das vierte Paar hier. Nochmal. Immer einmal so rum und einmal so rum. So, jetzt kann ich die auch abschneiden, etwas länger lassen noch, bis nach dem Stärken. So, und jetzt geht es folgendermaßen. Jetzt mache ich erstmal hier wieder größer. So, jetzt müssen wir hier den Ring arbeiten, damit hier unsere Schlaufen, die wir hier mit den beiden Nadeln jeweils festgesteckt haben, Verbindung kriegen. So, und dazu ziehe ich jetzt erstmal eine Nadel raus. Eine Nadel nur, da ich habe ja zwei Nadeln gesteckt. Eine Nadel ziehe ich raus. Wer jetzt mit einer dicken Nadel gearbeitet hat, der kann vorsichtig die dicke Nadel ziehen. Aber vorher dann in diese Öse rein, damit euch die nicht verloren geht. Also da gut aufpassen. Na. So, da bin ich drin. Und dann kann ich die zweite Nadel auch ziehen. So, da habe ich die Öse. Jetzt ziehe ich ein paar Klöppel, habe ich mir jetzt gemacht. Da braucht ihr auch nur ganz wenig Faden, so dass ihr damit arbeiten könnt. Und zieht euch jetzt da eine Schlaufe dadurch. Na, jetzt aufpassen, dass die Öse nicht verloren geht, ne?
Es ist sehr, sehr stramm bei mir. Ich hoffe, bei euch geht es ein bisschen besser. Ihr macht das am besten mit der faulen Susanne. So, die nehmen wir uns jetzt zur Hilfe. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dass die Öse da nicht verloren geht. Ja, ihr seht, mir ist die Nadel da rausgerutscht. Die Häkelnadel. Jetzt stecke ich da erstmal wieder die Stecknadel rein. Gehen wir mal auf Nummer sicher. So, so geht es, glaube ich, besser. Jetzt mit der faulen Susanne da rein. Ich glaube, von dieser Seite geht es besser. So, da bin ich jetzt drin. Dann kann ich die Häkelnadel ziehen und jetzt stecke ich die faule Susanne. Jetzt kann da nichts mehr passieren. So, da sind wir auf der sicheren Seite. Das geht besser. Einen Klöppel da reinstecken. Die faule Susanne mit dem Endfaden ziehen wir wieder raus. Und zieh mir die Schlaufe da dadurch. So. Jetzt kann ich die faule Susanne entfernen. Na, die faule Susanne entfernen und steck einen Klöppel da rein. Ein bisschen länger machen, sonst passt es nicht. So, jetzt habe ich die Öse mir hier fixiert. Dann kann ich jetzt, damit alles stabil bleibt und nicht so hin und her wackelt, beim Arbeiten erst nochmal die Nadel da reinstecken. Jetzt mache ich Dreher. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 4 reicht auch. Und dann das gleiche Spiel. Eine Nadel ziehen, damit wir da besser an die Öse kommen. Die andere ziehen wir hoch. Und stecken die faule Susanne da rein. Na. Na? Und willst du nicht, dann brauche ich Gewalt. Ich sehe das hier so schlecht. Ich komme da so schlecht dran wegen der Kamera da oben drüber. Aber ihr sollt es ja sehen, da bin ich drin. Nee, ich habe nur einen Faden gepackt. Also auch gucken, dass ihr da beide Fäden gepackt kriegt. So, jetzt bin ich aber drin. Die schiebe ich jetzt durch und dann habe ich da die Schlaufe und stecke einen Klöppel da rein. Zieh mir die faule Susanne zurück, beziehungsweise da kann ich auch jetzt die Stecknadel erstmal rausziehen. So, dann komme ich an allem besser dran. So. Jetzt habe ich da eine Schlaufe gemacht, dann muss ich mir den Knoten da mal eben abschneiden. So, ich muss aber die Schlaufe da durchziehen. Na, jetzt will die Schere nicht, was ist das denn? Ja, ihr seid denn möglich. Manchmal geht aber auch alles verhext. So. Und da hängt es immer noch drin. Der hat sich da verheddert. Ich mach mal. So, also. Hier habe ich jetzt die Schlaufe. Dann stecke ich den anderen Klöppel da rein.
und kann da erstmal stramm ziehen. So. Drehe da auch wieder 1, 2, 3, 4 Mal und stecke mir da auch die Nadel wieder zurück. So, dann habe ich da ein bisschen Halt. Jetzt kommt es wieder. Eine Nadel ziehen. Ja, da muss ich die faule Susanne, da habe ich ja den Faden, den Knoten abgeschnitten. Den muss ich dann mal eben wieder zumachen. So. Einen ziehen, die andere etwas hochnehmen. Ja, mir fällt jetzt gerade ein, aber das könnt ihr dann mal ausprobieren. Man hätte jetzt auch, oder ich hätte jetzt auch, direkt zu Anfang den Faden da einlegen können, dieses Paar. Und direkt den mitnehmen. Ich glaube, das wäre eine Nummer einfacher geworden. Aber auf solche Ideen kommt man dann erst hinterher. Ihr dürft das gerne ausprobieren und mir dann schreiben, wie ihr es gemacht habt. Hier jetzt wieder die Dreher. 1, 2, 3, 4. Und das nächste Spiel. Die Nadel steckt wieder. Eine Nadel ziehen. Ja, und so geht es jetzt in der Runde weiter. Zum Schluss wird hier noch einmal am Anfang nochmal angehäkelt und dann einmal abgeknotet. So, mein Herz mit Perlen ist fertig. Ich habe abgenadelt, Fäden abgeschnitten, alles schön gestärkt und ich finde, es ist wunderschön geworden. Ich freue mich, wenn es euch auch gefällt. Macht's nach. Was ich noch sagen wollte. Also es ist wirklich sinnvoller, gleich am Anfang dieses Paar hier einzuhängen und direkt mitzuführen. Denn das war doch ziemliche Fummelei jetzt noch, dass da Fädchen da noch, das hinterher zu machen. Also das sollte man wirklich vorher machen. Habe ich nicht gut überlegt im Vorfeld, aber aus Schaden wird man klug. Und ihr könnt daraus lernen. So, das war das. Ich freue mich, wenn ihr es nachmacht. Jetzt schickt mir mal Fotos, dann freue ich mich auch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun. Dann würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ich denke mal, das nächste Projekt wird wieder eine Kerzenmännchen.